Willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Was ist denn? Nein, hier sind wir vollkommen verkehrt. Komm, Tür, geh auf. Dankeschön. In der letzten Folge haben wir ja ein bisschen schon geschnackelt. Und in dieser Folge werden wir das weiterhin so einhalten. Moment. Edi? Nein, mit Edi möchte ich nicht reden. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Okay, sie hat uns nichts Neues oder Interessantes zu sagen. Schade. Das Besäufnis mit dir war gut. Und was befindet sich jetzt eigentlich hinter dieser... Warum darf ich da nicht rein? Moment. Oh, Narben heilen. Gesichtsnarben permanent heilen und alle Hinweise auf knippische... Ja, klar, mach mal. Brauchen wir zwar eigentlich nicht, aber... Der Schönheit wegen haben wir uns jetzt noch unser letzten Mini-Närbchen entfernen lassen. Tja, und schon hat sich das Krankenhaus-Update gelohnt. Der Koch wird uns wahrscheinlich auch nichts Neues zu sagen haben. Aber eins muss ich jetzt mal kurz nachgucken. Meine Vorbild ist ein bisschen gesunken. Was soll denn der Blödsinn? Warum? Sorry. Egal. Shepard, brauchen Sie was? Nö, wie geht's dir? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Sicher. Ich schlage sowieso nur die Zeit tot. Machen wir alle. Ich wollte Ihnen nochmal für Ihre Hilfe bei Sidonis danken. Was auch immer die Kollektoren, Reaper oder wer uns sonst noch verfolgt vorhaben. Ich bin sicher, dass Sie die Mission zum Erfolg führen. Glauben Sie wirklich, dass wir auf etwas Schlimmeres als Kollektoren oder Reaper stoßen werden? Ich rechne immer mit dem Schlimmsten. Dann besteht zumindest die geringe Chance, angenehm überrascht zu werden. Ich könnte das nicht ohne Sie machen, Garrus. Natürlich könnten Sie das. Nur halt nicht so elegant. Es ist schon komisch, auf einem Schiff der Menschen in einen Selbstmordeinsatz zu ziehen. Ihre Leute bereiten sich auf riskante Operationen völlig anders vor als Turianer. Mal im Ernst, Garrus. Wie schätzen Sie unsere Chancen ein? Im Ernst? Die Kollektoren haben Sie schon mal getötet. Und Sie sind deshalb lediglich stinksauer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sie diesmal aufhalten können. Aber unerforschtes Gebiet, überlegene Technologie und die Kollektoren? Wir werden Verluste haben. Daran besteht kein Zweifel. Lügner. Keine schöne Analyse, ich weiß. Aber keine Sorge, ich sag's nicht weiter. Und ich bleibe in jedem Fall dabei. Ja, und es wird... keine Verluste geben. Ich werde keine Verluste zulassen. Nein. Haben Sie es je bereut, C-Sicherheit oder das turianische Militär verlassen zu haben? Keine einzige Minute. Wenn ich es mir recht überlege, Shepard, bin ich wohl kein besonders guter Turianer. Wenn ein guter Turianer einen schlechten Befehl bekommt, befolgt er ihn. Er beschwert sich vielleicht, aber er kennt seinen Platz. Aber ich sehe keinen Sinn darin, still und höflich zu bleiben. Nicht, wenn die Galaxie auf dem Spiel steht. Wie bereiten sich Turianer denn auf riskante Missionen vor? Normalerweise durch Gewalt. Auf turianischen Schiffen herrscht mehr Betriebsdisziplin als bei der Allianz. Dafür gibt es weniger persönliche Einschränkungen. Unsere Commander führen ein strenges Regiment, aber sie wissen, dass wir Dampf ablassen müssen. Auf turianischen Schiffen gibt es Fitnessräume, Kampfsimulationen und sogar Vollkontakt-Sparring. Was immer den Leuten hilft, Stress abzubauen. Das fehlt uns auf diesem Schiff wirklich. Soll das heißen, auf turianischen Schiffen kämpfen Crewmitglieder vor einer Mission gegeneinander? Natürlich unter Aufsicht. Niemand riskiert eine Verletzung, die Mission gefährdet. Es ist auch eine gute Methode, Streitigkeiten freundschaftlich beizulegen. Bei einer Mission sollten wir mal eine Piratengruppe der Batarianer angreifen. Höchst riskante Sache. Diese Aufklärungsspezialistin und ich kriegten uns in die Haare. Blanke Nerven hauptsächlich. Sie hat vorgeschlagen, die Sache im Ring zu klären. Sie haben sie bestimmt mit sanfter Gewalt niedergerungen. Also eigentlich waren wir beide die besten Nahkämpfer auf dem ganzen Schiff. Ich hatte den Reichweitenvorteil, aber sie war sehr gelenkig. Es war brutal. Nach 9 Runden entschied der Unparteiische auf Unentschieden. Viele hatten Wetten abgeschlossen und fanden das gar nicht gut. Wir setzten unseren Ringkampf dann in ihrem Quartier fort. Ich hatte den Reichweitenvorteil, aber sie war sehr gelenkig. Stress lässt sich Mann, alleine dafür hat es sich schon gelohnt, mit ihnen zu schlappeln. Ich dachte, Sie wären riskante Missionen auf Schiffen der Menschen gewöhnt. Denken Sie doch nur an die Verfolgung von Saren nach Ilos. Schon, aber das ging ja schnell. Wir sind losgedüst, haben ein paar Geth in die Luft gejagt und dadurch die Galaxie gerettet. Dieses Mal sind da Miranda und Cerberus und diese VI und alle erzählen uns ständig, mit wem wir uns da anlegen. Blinder Optimismus ist mir wesentlich lieber. Danke für das Gespräch, Garrus. Wir sehen uns später. Ja, natürlich. Wir lassen dich mit deinen perversen Fantasien alleine. Oh, ein Kodex-Eintrag gefunden, durch Zufall.
Waffen Javelin. Die Javelin ist eine Nahkampfwaffe, mit der nur eine Handvoll neuer... Oh mein Gott, jetzt sag mir bitte nicht, ich habe eine neue Waffe freigeschaltet durch Zufall. Das wäre toll. Miranda, als Source. Ich hab zu arbeiten, Commander. Oh. Wenn Sie plauschen wollen, gehen Sie zu Ihrer Freundin Jack. Aber ich kann die gute Tat tun. Miranda, glauben Sie wirklich, dass ich mich auf Jacks Seite schlagen wollte? Wir brauchen sie. Und sie muss bei Laune gehalten werden. Dass Sie für Jack sind, war also nur vorgetäuscht? Jack braucht besondere Zuwendung, das wissen Sie. Mit Ihnen kann ich wenigstens vernünftig reden. Ich verstehe. Sie haben getan, was nötig war, damit sie loyal bleibt. Danke, dass Sie das aufgeklärt haben, Shepard. Ich hätte wissen müssen, dass es Ihnen nur um die Mission geht. Immer wenn ich glaube, ich hätte Sie durchschaut... Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Es gibt viel zu tun, Shepard. Später vielleicht. Okay, aber damit haben wir sie, glaube ich, auch auf loyal. Natürlich, Commander. Dem. Jetzt muss ich nochmal was nachgucken. Oh, immer noch nicht ganz voll. Verdammte Axt. Aber. Wer fehlt uns jetzt hier? Fehlt uns noch jemand? Natürlich fehlt uns noch jemand. Fane! Altes Haus. Brauchen Sie etwas? Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Sicher. Wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, Sie wirken gar nicht wie ein Attentäter. Sie haben zu viel Zeit mit dem Kampf gegen Schläger verbraucht, die glauben, dass eine individuell bemalte Panzerung Sie zu Profis macht. Die Hanna haben meinen Körper für diese Rolle seit meinem 6. Lebensjahr trainiert. Sie töten schon, seit Sie 6 sind? Natürlich nicht. Meinen ersten Mord habe ich erst mit 12 begangen. Sie haben mich ausgebildet. Ich war für Sie kein Wegwerfprodukt, sondern eine Investition. Sie waren ein Kind, keine Investition. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich genoss Ihre Wertschätzung, hauptsächlich als Ressource, das stimmt, aber auch als Person. Sie haben es bedauert, dass Sie mich brauchten. Die Hanna? Übertrieben höflich? Verehren die Proteaner? Sieht Ihnen gar nicht ähnlich, dass Sie Attentäter ausbilden? Jede Spezies bildet Attentäter aus. Das Ungewöhnliche an den Hanna ist nur... dass sie andere Spezies brauchen, die für sie morden. Sie haben einen starken Griff und natürliche Toxine. Aber haben Sie schon mal einen gesehen, der sich außerhalb des Wassers schnell bewegt oder eine Waffe abfeuert? Nein. Warum waren Ihre Eltern damit einverstanden? Die Vereinbarung wurde im Rahmen des Paktes getroffen. Es war eine Ehre für unsere Familie. Des Paktes? Wir leben auf der Heimatwelt der Hanna, weil sie uns, einige von uns, vor der Auslöschung gerettet haben. Wir schulden ihnen unser Leben. Das ist der Pakt. Was genau sind die Bedingungen des Paktes? Die Hanna können vieles nicht selbst tun. Nicht mal mit mechanischen Hilfen. Dann bitten sie die Drell um Unterstützung. Das kann nicht legal sein. Sie haben ihre ganze Spezies zu Sklaven gemacht. Beleidigen Sie mich nicht, Shepard. Jeder kann sich den Dienst verweigern. Aber nur wenige tun es. Wir verdanken unsere Existenz den Hanna. Und sind stolz darauf, unsere Schuld zurückzuzahlen. Bei Ihnen klingt das so, als wären die Hanna Schwächlinge. Hier draußen sind sie das auch. Aber wenn Sie sie im Allumfassenden, den Ozeanen auf Kajay sehen könnten, würden Sie anders denken. Ein Silberstrom in der Dunkelheit. Schlägt Kreise, schießt dahin. So schnell, dass das Auge nicht mehr folgen kann. Ein Lachen wie das Quieken eines Kindes lässt das Wasser vibrieren. Sie fliegen über das Schwarz des Meeresbodens dahin wie Vögel. Mit einem Federkleid aus Himmelslicht. Warum stand Ihre Spezies vor der Auslöschung? Überbevölkerung. Das klingt für Sie bestimmt banal. Die Menschen haben den Masseneffektantrieb erfunden, bevor das Problem bei Ihnen akut wurde. Unsere Heimatwelt Rakana hatte nur wenige Ressourcen. Wir hatten noch nicht mal die Fusionsenergie entwickelt, als der Boden wegen Überbeanspruchung und Verschmutzung unfruchtbar wurde. Die Hanna haben uns vor 100 Jahren gefunden. Sie haben hunderte von Schiffen geschickt und tausende von uns evakuiert. Milliarden mussten zurückgelassen werden. Wie ist die Lage auf Rakana heute? Lesen Sie Werke von Philosophen? Von Thomas Hobbes zum Beispiel? Wenn die gesamte Welt übervölkert ist, bleibt als letzter Ausweg nur der Krieg, der jedermann eine Lösung beschert. Sei es durch Sieg, sei es durch Tod. Als Rakana starb, haben meine Leute sich gegenseitig abgeschlachtet für einen Mundvoll Wasser, einen Bissen Nahrung. Aber sie töten nicht mehr für die Hanna. Sie sind selbstständig. Weshalb die Veränderung?
Ich habe lange Zeit geschlafen und gar nicht darauf geachtet, was von meinem Körper verlangt wurde. Aber dann... Der Laserpunkt auf seinem Schädel zittert. Wenn ich den Finger krümme, stirbt er. Dann der Geruch von Gewürzen im Frühlingswind. Augen in der Farbe des Sonnenuntergangs im Visier. Voller Trotz. Der Laser tanzt davon. Tut mir leid. Trail versinken sehr schnell in Erinnerungen. Haben wir schon mal gemerkt, ja. War das eines Ihrer Attentate? Ja. Wir besprechen das besser später. Ich habe schon zu viel von Ihrer Zeit verschwendet. Wunderbar, die Drell-Kultur ist uns jetzt auch offengelegt worden und wir sind auch wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich bin Hello 1986, wir spielen Mass Effect 2. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag. Bis gleich.